Hiho und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von Lego Star Wars, die komplette Saga. Bei mir ist immer noch der Terranus 1O und was heute, weil der Part, den ich heute hochlade, das ist ein ganz besonderer Part, denn es ist sein Geburtstagspart. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Danke. So, wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Weil wenn jemand schon mal Geburtstag hat, dann sollte man das auch gebührend erwähnen. Und die nächste Neuigkeit, wir beginnen das letzte Kapitel der Episode Nummer 1, Darth Maul. Wir erinnern uns noch gut an ihn, den roten Typ mit dem Stacheln auf dem Kopf. Ja. Episode 1, die dunkle Bedrohung. Kapitel 6. Darth Maul. Anakin Skywalker hat die Druidenarmee der Handelsföderation vernichtet, aber im königlichen Palast tobt immer noch ein erbitterter Kampf. Qui-Gon Jinn und Obi-Wan Kenobi müssen sich noch einem Gegner stellen. Das war's? Ja, nicht? Gut, dann drücken wir Eingabe. Oh oh. Ach, und wenn ich mich an den Film richtig erinnere, wären das ganz viele Hüpfpassagen. Ja. Ah. Also, so viele jetzt auch nicht. Es geht gerade noch. Na dann, geht es gerade noch. Und was ich noch sagen wollte, nach diesem Level gibt es ebenfalls, also in Episode 1, doch in diesem Raum, gibt es dann ganz rechts dann nochmal so Bonusaufgaben. Aber die finde ich nicht wirklich toll. Nee, da kommst du nicht rüber. Du musst alle Schüsse abwehren. Das zurückschleudern. Dachte ich mir. Ja, mal. So. Aber ich habe trotzdem mal versucht. Und jetzt muss ich das abwehren, was er auf mich draufschleudert. Bam. Jetzt musst du das zurückwerfen. Jo. Genau. Das erinnert mich an Lego Harry Potter, wo man gegen Voldemort. Malfoy. Malfoy ja, auch. Malfoy und Voldemort, und eigentlich das Prinzip ist ja überall das gleiche. Jo, eigentlich schon. Voldemort gegen Voldemort. Also im zweiten Teil. Nee, im ersten Teil direkt. Im ersten Jahr. Ach so, da ist er ja, wo diese Stein, wo ja. Stein der Weisen holt. Ach verdammt. Ja, ja, in diesem Teil. Sorry, ich dachte die ganze Zeit an den vierten und dann dachte ich, wo schleuderst du dort etwas zurück? Bäh. Aber eben diese Bonusaufgaben in der Episode, die finde ich nicht so prickelnd. Super Story zum Beispiel. Das hasse ich so. In den ersten drei Teilen geht's ja noch, weil die Levels doch nicht so lange sind. Weil in der Super Story musst du die ganze Story von einer ganzen Episode alles hintereinander innerhalb von einer Stunde durchzocken und okay, gleichzeitig dazu noch 100.000 Stats einsammeln. Das klingt nach einer Herausforderung. Mhm. Aber beim sechsten Teil, dazu gibt's eine lustige Geschichte, da bin ich so ausgeflippt. Da habe ich die sechste Episode Super Story gemacht. Okay. Und weißt du was, ich habe sie um eine Sekunde nicht geschafft, um eine Sekunde. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, du kannst dort diese Hebel beim linken Speeder, kannst du links und rechts die Hebel runterdrücken und dann geht's auf und dann bekommst du viele Stats. Und dort oben kannst du nicht durch, dazu nur brauchst du einen Sturm haben zu. Okay. Oder Darth Vader. Ja gut, das ist ja hier der Chefsturmtruppe. Und Imperator sollte eigentlich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es mal ausprobiert und es ging nicht. Ich weiß nicht. Ja, wenn man es genau nimmt, der Imperator ist ja auch keine Sturmtruppe. Ja, der Vader ist eine Art. Ja, also eigentlich ist der Vader auch keine Sturmtruppe. Der ist der Befehlshaber halt. Ja, aber der Imperator ist der Befehlshaber von Darth Vader. Ja, nee, der Imperator ist ja direkt für alles zuständig, aber der Darth Vader ist ja halt direkt für die Sturmtruppen und quasi als Polier vom Todesstern eingesetzt. Ach, hey, ich lass jetzt mal. Ja, dann lass mal. Wahrscheinlich geht's nach dem Helm. Der Imperator hat einfach keinen Helm auf. Ja. Ja, ich glaub's auch. Ja, es gibt ja ab dem vierten Teil
gibt so Stationen, an denen du so einen Hebel runterdrücken kannst und dann setzen sie dir einen Klon Sturmtruppenhut auf. Okay. Und auch andere Hüte gibt's. Indiana Jones Hut gibt's, glaube ich, auch. Hat was. Oh, was? Und jetzt spoiler ich mal ein bisschen. Es gibt noch ein. Du kannst hier in diesem Spiel den Indiana Jones kaufen. Das habe ich schon gesehen gehabt, wo ich ja, kurz, mir das Gameplay angeguckt habe. Da habe ich schon gesehen, dass es die Möglichkeit gibt. Schade. Ja, dort im Fall ganz oben, da gibt's verdammt viele Stats. Das Blöde ist, du kommst im Story-Modus nicht dran. Naja. Man kann ja nichts alles. Jo. Es wäre nun mal wieder schön, jetzt mal wieder wahrer Jedi zu werden. Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Es wäre mal wieder an der Zeit. Ich glaube, das einzige Level, in dem ich kein wahrer irgendetwas bekommen habe, gleich beim Story-Modus, ist, glaube ich, Lego Pirates of the Caribbean, das zweite Kapitel vom ersten Teil. Ist, glaube ich, das einzige Kapitel, bei dem ich kein wahrer, weiß nicht, was bekomme. Ja, dort ist es wahrer Pirat. Ich glaube, es ist wirklich nur der einzige. Ja. So, an das komme ich jetzt schon gar nicht ran, oder? Nö, dafür brauchst du die Sturmtruppe. Die hätte dann das Teil bewegen lassen. Und jetzt kommt Denken, aber das ist nicht schwer, das siehst du gleich. Das ist eigentlich gar kein Rätsel. Na gut, ich sag mal, die Rätsel bisher waren bei Lego-Spielen immer recht übersichtlich. Jo. Ich meine, für wie... Das ist für Kinder mit welchem Alter gedacht? 6, glaube ich. 6 oder 12. Ja, stimmt. Nee, ich glaube 6. Wenn, dann, ich glaube auch 6. Es gibt, glaube ich, ein Lego-Spiel, das ab 12 ist. Ein ja, einziges. Dann, wenn, dann ist Fluch der Karibik. Nee, ich glaube eben nicht. Ich weiß nicht mehr. Ah, toll. War klar. Und übrigens, auf diesen beiden Säulen, bei denen da dieses komische, halbdurchsichtige Laser durchgeht, da kannst du drauf gehen und dann in diesen Laser hineingehen. Dann schleudert der dich sozusagen nach oben oder trägt dich einfach nach oben. Und bei der einen Säule ist dort oben ein Minikit. Okay, da gucke ich gleich mal. Herzen bin ich voll. Das sieht mir aber ungesund aus, diese Energiesäule. Nee, das geht wirklich. Also nein, vertraust du mir etwa nicht? Ich weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass du mich mit Absicht in das Licht führst. Geh in halb, das Licht! Um dich dann halb tot zu lachen, wenn ich dann drauf gehe. Nein, also so böse bin ich auch nicht. Wenn das böse wäre, dann hätte ich schon gar nichts gesagt. Ich meine, in Amnesia zum Beispiel hätte ich dich in etwas Böses einfach reinlaufen lassen. Aber super. Druidikas. Ich hasse Druidikas. Ich liebe sie. Na dann. Ich könnte ja mitspielen, aber ich kann, glaube ich, nicht so sehr wirklich gut spielen hier. Siehst du? Ja, jetzt glaube ich dir. Dort oben kannst du auch alles machen, Power-Up und alles. Alles miteinander. Und das kannst du bei allen vier Säulen machen. Beim einen hat es noch ein Minikit. War ja klar. Kann ja nichts anderes sein. Hast du eigentlich schon Extras gekauft? Ich habe nur mal ein paar Charaktere, hatte ich, glaube ich, gekauft gehabt, ja. Ja, und eins aus Versehen, glaube ich. Und eins aus Versehen, ich weiß ja. Aber nicht. Ich glaube, das war Chewbacca, nicht? Nee, ist Chewbacca hätte ich sowieso gekauft. Nein, ich meine, das extra Chewbacca trägt
Ach ja, genau, das war ja. Nicht beabsichtigt, ja. Das nützt sie aber noch nichts. Minikit, jawohl. Aber es ist ja eine Anspielung auf den fünften Teil. Das ist extra, meine ich. Ja, schon klar, da wo Yoda von Chewbacca getragen wird. Nee, der wird gar nicht von Chewbacca getragen. Der wird von Luke getragen. Aber in irgendeinem Teil wird Yoda auch von Chewbacca getragen. Das war der dritte Teil. Da kam sah sehr geil aus. Sah verdammt cool aus. Sturmangriff, volles Rohr in den Abgrund rein. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Und jetzt kommen wir gleich zum Final Battle. Yeah. Ja, wenn und dann ich nicht, zur Final wenn ich nicht schon wieder tausendmal sterbe. Dort wird dir den dieser Move nützlich sein. Dort, wo dann Funken um dein Lichtschwert sind, weil wenn du den vollendest, dann kann man das nicht mehr blocken. Das ist sozusagen ein unblockbarer Lichtschwertschwung. Oh, schön. Gut zu wissen. Das wäre die coole Art, und die Pussy-Art ist, wenn du Luftsprünge machst. Tja. Also ich schätze mal, wenn das so ist, dann werde ich Luftsprünge coole Art machen. Nee, ja. mein Bruder. Also dieser Part wird jetzt etwas länger. Ich kann ja über 15 Minuten hochladen, und ich würde sagen, da machen wir jetzt einfach diese Episode 1. Bringen wir zum Abschluss. Jo. Quasi als dein Geburtstagsgeschenk. Ja, danke vielmals. Ich hab dich auch gern. So, letzte Schalter, würde ich sagen. Und wieder kein wahrer Jedi. Ich bin einfach zu oft in Abgrund runtergefallen. Let's get ready to Remo! Na? Komm schon, den schaffst du doch. Das ist noch der einfachste Gegner. Ja, genau. Muss mich trotzdem erstmal reinfuchsen. Ja, nachher gibt's dann Gegner, die dann Blitze auf dich schießen. Also, was hast du lieber? Auch so ein Blitz hat auch was. Mhm. Aber ich habe ihm immerhin schon 2 Herzen abgezogen. Jo, das ist doch schön. Ist schon mal was. Mhm. Nee, warte mal, es gibt noch einen einfachen. Ja, es gibt noch einen einfacheren Gegner. Aber den erzähle ich dir noch nicht. Du wirst es... Das werd ich erfahren. Ja, und das im nächsten Level. Toll, ich habe Qui-Gon getötet. Du bist so gemein. Du hast Qui-Gon getötet. Ihr verdammten Schweine! Nee, das war South Park. Jetzt verwechselst du was. Jo, irgendwie dachte ich, dass da etwas nicht stimmt. Ich will dieses Minikit haben. Geh da weg. Nee, da kommst du nicht hoch. Warum nicht? Der kam auch hoch. Ich will dieses Minikit haben. Jar Jar Binks. Dieser blöde Jar Jar, der muss sich jedes Mal drücken. Wo hat der auf einmal Fahrräder her? Das ist ja strange. Ja, du weißt ja nie, was sie in den Müll schmeißen. Aber dann kommt wieder die Frage, hatten die dort immer noch Fahrräder? Ach, sicherlich. So Nostalgie-Läden gab's da bestimmt auch schon. Nee, das wurde durch ACTA abgeschafft. Ach so, richtig. Hat dich getötet. Nein! Qui-Gon! Lass dich von deinem Zorn leiten. Ach nee, er ist ja ein guter. Der hat ja keinen Zorn. Wenn jetzt Darth Maul tot ist, musst du im Hintergrund schauen. Dann siehst du noch seine Beine irgendein komisches Zeugs machen. Die bewegt sich einfach so komisch. Oh nein, er ist tot.
Oh Mann. Mein Meister ist tot. Und wir haben das Level abgeschlossen. Wahnsinn. Ihr habt Korken gehört. Scheiße, jetzt kann ich den Gag nicht mehr bringen. Nee, der ist jetzt ausgelutscht. Oh. Den hättest du dir aufheben müssen. Ja, ist mir erst jetzt eingefallen. So, zwei Minikicks nicht wirklich erwähnenswert. 8 von 160 goldenen Steinen. Storybänden. Jawohl, igen. So. Okay. Es ist so geil gemacht. Ich liebe diesen Lego-Humor. Das ist so klasse gemacht. Ich weiß. So viel Liebe zum Detail. Peace! Hast du den Film schon mal auf Englisch geschaut? Ich habe so gut wie jeden Film, den ich auf DVD habe, schon auf Englisch geschaut. Einfach nur aus Spaß. Okay. Ja, dazu hört sich Cha-Cha irgendwie voll komisch an, nicht? Ja, das ist richtig, aber das ist ja meistens so. Ja. Was wollte ich sagen? Abspann. Wir haben, ja, Abspann. Die Namen lese ich jetzt nicht vor, die könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr das Lust habt. Das dauert ja. ziemlich lange, jetzt kannst du mir glauben. Das glaube ich dir gerne, ja. Ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen von dieser Episode 1. Wir haben es geschafft, wir haben Frieden auf Naboo hergestellt und jetzt kann quasi auch die Entwicklungsgeschichte von Anakin Skywalker ihren Lauf nehmen. Und ich würde sagen, beim nächsten Part sehen wir uns dann in Episode Nummer 2 wieder. 2. Ja. Angriff der Klonkrieger. Ich danke dir nochmal recht herzlich, dass du mir jetzt hier quasi kommentativ assistiert hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das sollten wir auf jeden Fall mal irgendwann wieder machen. Ja? Und, okay. Meinen lieben Zuschauern sage ich mal wieder danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bye-bye.